kurz vor dem Börsengang erreicht uns eine Nachricht, die vor allem für die Fußnotenleser der Geschichtsschreibung interessant ist. Das größte soziale Netzwerk des westlichen Sonnensystems übernimmt für einen symbolischen Dollar den einstigen Konkurrenten Facebook. Ja, jetzt ist auch Facebook auf dem Misthaufen der sozialen Netzwerke gelandet. Die Zahl der User war zum Schluss nicht mehr messbar. Beobachter gehen davon aus, dass nur noch ein einziger Mensch Facebook regelmäßig nutzt. Ein gewisser Horst Seehofer, der dort mit sich selbst eine Party feiert. Blicken wir zurück. Anno 2012 ging auch Facebook an die Börse mit damals immerhin 900 Millionen Nutzern. Beeindruckend. Aber wie war nochmal das Geschäftsmodell? Ganz einfach. Facebook lockt Nutzer an, melkt ihre Daten und macht irgendwas damit, verkauft die Nutzer die Daten an die Werbekunden, die machen Facebook die Taschen voll und locken wieder Nutzer an, die wiederum den Werbekunden die Taschen voll machen. Kapiert? So kam Facebook zu 1 Milliarde Gewinn und 100 Milliarden Börsenkapital. Und jede Sekunde kamen 7 neue Nutzer dazu. Im Jahr 2015 kam es dann zu dem Phänomen, von dem Facebook sich nicht mehr erholen sollte. Dem sogenannten großen Grübeln. Es begann mit der harmlos klingenden Frage des arbeitslosen Facebook-Nutzers Norbert Röttgen. Was tue ich hier eigentlich? Schrieb er in seine Chronik. Binnen weniger Wochen entwickelte sich der Satz zu einem Meme und Millionen Nutzer wiederholten ihn mantraartig. Was tue ich hier eigentlich? What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? Que estoy haciendo aquí? Facebook entwickelte sich zur weltgrößten Selbstzweifelmaschine. Und so sehr war Facebook mit der Suche nach dem eigenen Sinn beschäftigt, dass es nicht wahrnahm, wie ein neuer, übermächtiger Konkurrent am Horizont erschien. Iceberg, das asoziale Hetzwerk. Feinde sammeln. Diss-Gruppen für alle Härtegrade. Online-Pranger. Trollhüpfburg. Da hat Friede, Freude, Eierkuchen Facebook ganz schnell ausgefriendet. Und gerade kommt eine Ad-Hoc-Meldung rein. Pünktlich zum Börsengang hat Iceberg den vollautomatischen Shitstorm-Generator gelauncht.